Hier nochmal mit Lotti. Hallo Lotti. Du schon? Wieder? Bin ich jetzt endlich Bin ich jetzt dran? endlich dran? Ja, doch. Ich habe dich doch auch schon aufgerufen. Oder etwa nicht? Naja, egal. Da geht auch nicht. Was haben wir hier noch? Ich Verschwinden wir verschwinde. mal. Lass dich nicht aufhalten. Das können wir alles vergessen. Ich hasse Schlangen. Das ist schön. Ich auch. Könnten wir denn noch machen? Ich glaube, wir gehen mal wieder in eine Gasse. Und reden mal mit dem Hanek. Hallo nochmal. Ne. Dann gehen wir mal in eine Bis bald. Tschüss. in Lonzos Kneipe. Schwarzbild. Aha. Okay. Nee, aber mit aufräumen wollten wir nicht. Du, Lonzo. Ah, Rufus, bist du gekommen? Ist Nee. Eben ja nicht. Hier ist auch nichts. Okay. Das ist schlecht. Das ist jetzt sehr schlecht. Tonis, wir brauchen nur so ein komisches Blasrohr. Gehen wir mal zu Tonis Hütte erstmal. Okay. Kriegen wir das denn jetzt? Kann das sein, dass jedes Mal, wenn man die Klingel betätigt, das Ding hier im Hintergrund? Oder war das jetzt nur Zufall? Es war nur Zufall. Okay. Das muss ich doch irgendwo um so ein Blasrohr auffinden lassen. Ob ich da Proviant? Nope. Vergiss. Vielleicht kriegen. Was könnte man jetzt noch machen, ey? Da stecke ich meine Hand. Topf, können wir den mitnehmen? Autsch, das ist ja. Ja, das ist schön, dass das heiß ist. Das ist mir aber egal. Also hier ist definitiv auch nichts. Ach, die Notrufsäule. Inspektor Gizmo zu Ihren Diensten. Sie haben einen Notfall zu melden? Ja, Toni hat mein komplettes Schlagzeug weggeworfen. Und dabei hatte ich gerade erst den Paintball-Modus eingebaut. Rufus? Ja. Geh bitte aus der Leitung. Der Telefonist in der Zentrale ist schon gestresst genug. Aber es geht hier um meine Rechte als Ex-Freund. Ich. Boah, ich hasse telefonieren. Naja, wir nerven ihn noch. Inspektor Gizmo zu Ihren Diensten. Sie haben einen Notfall zu melden? Ja, ich bin's. Es geht immer noch um Toni. Die Notrufsäule ist nur zur Meldung von Verbrechen, Rufus. Geh bitte aus der Leitung. Der Telefonist in der Zentrale ist schon gestresst genug. Vielleicht können wir den Typen ja wirklich so ein bisschen stressen. Und zwar, wenn hier alles telefoniert, wenn hier alle Fernsprecher gleichzeitig auch nur an sind oder so. Das wäre doch vielleicht mal eine Idee. Ja klar. Irgendwo habe ich doch hier so einen komischen Vogel gesehen. Der könnte vielleicht auf diese Gegensprecheinlage immer die ganze Zeit draufklicken.
Das wäre eine geile Idee. Aber da müssten wir erstmal, glaube ich, zu da oben hinkommen. Und dafür brauchen wir halt diese Knickerfolie. Aber wie schaffen wir es, dass wir hier irgendwie ein Paket losschicken? Hi. Bitte nenn. Bis später. Ach Mann, ey. Der Job ist so langweilig, dass ihn nur ein Roboter machen kann. Und selbst der zeigt schon Anzeichen einer Depression. Okay. Wie kommen wir denn jetzt an den scheiß Wipfvogel da oben an? Fehler. Ja, komm, halt doch die. Dann halt nicht. Nee, auch nicht. Okay, da wollte ich eigentlich gerne hin, aber egal. Ja, das könnte definitiv das nächste Problem sein. Aber warte mal, wir gucken jetzt einfach mal. Also ich habe irgendwie jetzt keine Lust, hier ewig lange an diesem Rätsel rumzusetzen. Deswegen bin ich echt überlegen, ob ich das Ganze einfach überspringe. Aber wir gucken jetzt erstmal, was passiert. Wenn wir jetzt mal sagen... Also wenn im Prinzip keine Taube irgendwas mehr schafft, das wäre doch in Ordnung. Geht es vielleicht auch, dass irgendwie mittig? Muss doch irgendwie zu schaffen sein, dass es mittig nur noch zwei gibt. Sein jetzt. Komm, ich löse das Ganze jetzt einfach auf. L. Ich lasse sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Das bringt rein gar nichts. Na. Schrank zu. Ja, das hatten wir schon gedacht, dass dann einfach, die kleinste Taube das größte Mal muss und die dickste Taube das wenigste. Dachte ich mir schon. Oh, egal, wir wollen jetzt mal runter. Aber wieso? Hey, hallo. Ja? Ich gehe dann mal. Mach das. Du solltest eigentlich... Sehe ich genau. Ja, gut. Ach ja, guck mal, jetzt können wir sogar wieder runtergehen. So, dann wollen wir mal gucken. Aber wie können wir jetzt so ein scheiß Paket verschieben? Du hast Leib. Oh, das Paket müssen wir erstmal finden, so eine Scheiße. Bis später. Warte mal, Postkasten. Bitte. Ersatz und E-Pod. Ne. Mann, ey, wir müssen irgendwie hinkriegen, dass es. Also, dass wir irgendwie ein Päckchen losschicken. Runterklappen vielleicht mal zumachen. Hi. Bitte nenn. Nein. Du hast oder? Leider nur über das. Darf ich in den Tritt? Nur das können nur. Wir erraten. Bis spät. Gut, dann war das jetzt auch nichts, aber wie kriegen wir es nur hin, dass wir irgendwie... Wenn man ihn anstößt, nickt, so ein Feature wünsche ich mir für... Toni. Ja, das war aber trotzdem nichts, so eine Kacke. Fehler. Ja, passt schon. Raus hier. Vielleicht finde ich ja irgendwas, was man verschicken kann. Im Büro des Bürgermeisters. Sonst gucke ich jetzt gleich mal wieder nach. Nein, rein gar nichts.
Wobei. Vielleicht kann ich die Notiz ja jetzt diese mitnehmen. Nö. Natürlich nicht. Nee, das können wir vergessen. Also ich würde sagen, ich gucke jetzt mal eben nach und dann sieht man sich gleich wieder. Weil also ich habe jetzt wirklich gar keine Ahnung. Ich weiß, dass wir irgendwas jetzt verschicken müssten, aber ich habe keine Ahnung, was wir verschicken können. Aber ich denke mal, meine Ideen sind jetzt schon relativ gut, aber es ist halt Luftballons können wir nicht verschicken, Narkotikum können wir uns auch nicht, also können wir auch nicht verschicken. Präparierte Dartpfeile können wir nicht verschicken, Wartenummer nicht, Zahnarztbohrer sowieso nicht. Dietrich auch nicht, ein Handschweißgerät macht auch wenig Sinn, Trichter nicht, Espresso auch nicht und eine Wünschelrute genauso wenig. Deswegen würde ich mal sagen, komm. Moment. Bis gleich. So, und da sind wir wieder. Und zwar haben wir es heute mit diesen Scheiß-Coupons. Und zwar, es geht nämlich schon wieder um die Coupons. Und das ist die Scheiße. Also Fakt ist, wir müssen ihr... Ja, ist in Ordnung. Wir müssen ihr nämlich jetzt die Coupons klauen erst. Und dafür brauchen wir erstmal so ein Blasrohr. Und ich habe keine Ahnung, wo wir das herkriegen. Die Wünschelrute rührt sich nicht. Offenbar kennt... Ja, ist egal. Trotzdem hätte ich jetzt gerne eine Art Blasrohr. Aber wo kriegen wir sowas? Das wüsste ich gerne. Ich habe lange genug. Ja, ist in Ordnung. Wofür ich all. Ja, ist in Ordnung. Wo kriegen wir. Hier müssten doch tausende Rohre drin liegen in diesem Schrottberg. Aber wo kriegen wir so ein scheiß Rohr her? Was ist das denn? Der ist bereits offen. Toll. Tja, rein. Gut, dann nicht. Wo könnten wir denn noch so ein scheiß Rohr? Wir gehen, glaube ich, mal. Keine Ahnung. Komm, wir fluten nochmal. Wenzels Haus. Ja. Wenn er denn auch mal ankommt. Ach, guck mal. Das war's wohl mit der Trinkwasserreserve. Wenigstens geschah es für einen guten Zweck. Ach, Mann, ey. Ja, wo können wir denn vielleicht so ein scheiß Blasrohr noch kriegen? Okay. Nope. Das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Muss ich noch mal gucken? Warte, Nummer. Können wir das vielleicht irgendwie so. Das muss nicht gedisch. Irgendwas. Das muss nicht gedisch. Gedisch. Niemals. Und Toni. Ja, genau. Niemals. Und Toni. Hä? Moment mal. Niemals. Und Toni wird es nicht noch einmal flicken. Okay. Das Handschweißgerät. Niemals. Und Toni wird. Können wir das vielleicht... Der Trichter würde ein hervorragendes Blasrohr... Ernsthaft jetzt? Tatsache. Boah, ist das dämlich. So. Vergessen wir mal, dass man das Scrollrad hoch...
Mann. Hier, nu komm, schnell, mach hin. Meine Güte, ey.